Hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin immer noch auf meiner Bärlauch-Tour. Wie ihr seht, hinter mir alles voll. Andere Richtung geht das weiter. Und hier seht ihr auch schon, es geht ans Ausbuddeln. Wie ihr alle wisst, kann man Bärlauchblätter essen. In meinem letzten Video habe ich auch gesagt, die Blüten und die Zwiebeln kann man auch essen. Ja, und was will ich wohl mit dieser Schaufel? Wir gehen Zwiebeln sammeln. Ich laufe hier so durch, eine schöne Pflanze nach der anderen, aber ich kann mich nicht so recht entscheiden, welche ich jetzt ausbuddel. Ich glaube, ich mache einfach mal hier Halt. Hier sieht das ziemlich gut aus. Hier haben wir eine wirklich sehr schöne große Pflanze, die anderen sind etwas kleiner. Deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass hier schöne große Zwiebeln sind. So genau weiß man das aber gar nicht, weil die anderen, die werden ja natürlich auch noch größer. Ich werde jetzt hier das Büschel packen, mit der Schaufel hier einmal drunter hebeln und versuchen, das in einem rauszubekommen. So sieht das Ganze aus. Müssen wir das nehmen, erstmal grob von der Erde befreien. Und wenn wir das Ganze hier einmal aufbrechen, sehen wir auch schon die Zwiebeln. Die sind tatsächlich nicht rund, die sind länglich. Aber die schmecken wirklich super lecker. Wie ihr seht, ist in einem so einem Büschel richtig was los. Also hier können wir locker 20, 30 Zwiebeln sammeln. Und die sind wirklich sehr schön groß. Ich ziehe die jetzt hier einzeln raus. So habe ich die nämlich von der Erde separiert. Guck mal, was da rauskommt. Jetzt haben wir das Ganze schon mal von der Erde hier befreit. Und haben hier ein wunderschönes, großes Bündel mit Zwiebeln. Jetzt nehme ich erstmal mein Bündel und binde das Ganze zu mit etwas Gras. Was anderes gab es jetzt gerade nicht. So, hält doch wunderbar. Jetzt kann ich hier nämlich meine Zwiebeln ordentlich abschneiden und ich habe direkt ein Bündel, was ich mir zu Hause noch hinhänge zum Trocknen, weil das kann man immer gebrauchen. Als allererstes schneide ich hier die Wurzeln zurück. Die sind nämlich nicht sehr schmackhaft, beziehungsweise ja, die kann man nicht so gut gebrauchen. Die lasse ich hier. Können wieder zu Dünger werden. So, erstmal hier die ganzen Wurzeln ab. So eine Schere eignet sich wirklich hervorragend. Also mit einem Messer würde das viel, viel länger dauern alles. Jetzt habe ich hier ein wunderbar schönes, sauberes Bündel. Jetzt nehme ich hier meine Dose. Und jetzt werde ich die ganzen Zwiebeln da reinschneiden. Wie alle Teile des Bärlauchs enthalten auch die Zwiebeln alle wichtigen Nährstoffe und Inhaltsstoffe. Es wissen halt nur die wenigsten, dass man die Zwiebeln auch verwenden kann. Ich habe mir jetzt hier mal so eine kleine Dose voll gesammelt. Das sind ungefähr ja, 250, 300 Gramm.
Ich habe mir gedacht, ich zeige euch mal, was man mit diesen Zwiebeln machen kann. Ich werde diese Zwiebeln jetzt einlegen. Ich nehme das Ganze mit nach Hause, mache das sauber und dann zeige ich euch auch, wie das Ganze geht.